Wir schauen in den letzten Wintermonat in den Februar rein, anhand der Ensembles, die ja noch durch den Januar dann bis in den Februar gehen. Grüße Sie und grüße euch. Und ich war am Vormittag, Freitag nochmal draußen und habe die Sonne genossen. Es ist zwar noch Winter, aber die Sonne steht schon wesentlich höher, es bleibt länger hell und man merkt, wir sind auf der anderen Seite, das ist ein anderes Licht. Und wenn wir jetzt mal nur 2 Monate im Voraus denken, dann sind wir bereits im kalendarischen Frühling im März. Es wird aber wohl noch ein bisschen dauern, bis es so richtig warm wird. Wir stürzen uns nun auf die Ensembles hier für den Norden Deutschlands. Die rote Linie ist bekannt, das ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen und alle Modellberechnungen finden wir in bunt. Das Gezacke da unten, das sind die sogenannten Niederschlagssignale. Und dann ziehen wir die Linien hier ein. Die plus 5 Grad Isotherme, das ist dann schon gefühlt richtig frühlingshaft. Die minus 5 Grad bedeutet Schnee locker bis 300 Meter Höhe und die minus 10 Grad Isotherme auf jeden Fall Schnee bis ganz runter. Und wir ziehen noch die Linie des 1. Februars ein. Da ist so ein bisschen die Hängematte, da hatten wir die letzten Tage drüber gesprochen. Das ist jetzt die kalte Witterungsphase, die oft nasskalte im Flachland, die uns in den kommenden Tagen bevorsteht. Dieser Wärmeberg hier, der immer weiter gestutzt wurde. Im Norden erreicht er gerade mal so das langjährige Mittel, bringt dann den Regen und die Milderung, zumindest in Teilen Deutschlands. Und danach geht es deutlich abwärts. Und es folgt eine Fortsetzung dessen, was wir im Januar schon häufig hatten, nämlich deutlich zu kalte Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Und das muss ich sagen, das nervt mich als Synoptiker. Solche Sachen, wie wir auch im Januar hatten, sehr kalte Luft, die hat nie ihr Potenzial ausgeschöpft. Da wurde immer nur das möglichst Wärmste der kalten Luftmasse ausgeschöpft. Und jetzt, wenn wir mal milde Luft hatten, die wurde voll ausgeschöpft, sodass das Mittel nach oben gegangen ist. Völlig egal. Hier sehen wir die Niederschlagssignale zusammen mit der milden Luft. Es sind aber einige Läufe dabei, die bleiben unten und würden es kalt lassen. So 100% sicher ist das noch nicht, dass sich die Milderung im Norden durchsetzt. Und hier hinten gehen die Läufe dann alle runter. Es wird also eher ein winterlicher Start in den Februar werden. Im Westen Deutschlands auch diese kurze Hängematte und Hängepartie der Temperaturen. Und dann geht es deutlich nach oben mit den Werten. Es sind so gut wie keine Läufe dabei, die kalt bleiben. Einige stürzen früher schon wieder ab, andere später. Es geht danach eher um das langjährige Mittel weiter oder knapp darunter. Und wir haben hohe Niederschlagssignale. Das spricht für die schon öfter angesprochene Hochwassergefahr. Gerade in den westlichen und südlichen Landesteilen. Gehen wir in den Osten, da ist der Wärmeberg auch wieder deutlich niedriger und erreicht gerade mal das langjährige Mittel im Schnitt. Und es sind einige Läufe dabei, die bleiben unten und einige, die gehen eben hoch. Und danach sind wir wieder deutlich unter dem langjährigen Mittel. Hier diese Zacke, die da hochgeht, das sind übrigens die Schneefälle jetzt von Samstag. Und hier Regen und Schnee, später flunselt es mal immer wieder ein bisschen. Das wird dann meist Schnee sein. Und wir müssen die minus 15 Grad Isotherme einziehen. 3 Läufe erreichen und unterschreiten die. Und minus 15 Grad heißt dann, dass wir auch tagsüber kaum über minus 10 Grad haben. Das ist meist Ostwind im Spiel. Da kann es dann sogar Polarschnee geben, dass die letzte Feuchtigkeit aus der Luft ausgepresst wird und kondensiert wird. Und dann flirren ein paar Sternchen am Horizont. Schneesternchen natürlich. Im Südwesten geht es erstmal runter mit den Temperaturen, da war es ja sehr mild. Dann wieder rauf mit ziemlich viel Niederschlag. Auch der Schwarzwald wird eine ordentliche Spülung bekommen. Die Alp, das Allgäu und später hinten raus im Februar geht es dann wieder runter mit den Temperaturen. Aber ob es am Oberrheingraben für Schnee reicht, ist noch fraglich. Die unteren Läufe wären auf jeden Fall dabei. Die, die hier sind, da wird es nicht reichen. Im Bergland und im höheren Flachland oberhalb von 300 Meter Höhe sowieso. Im Süden Deutschlands, in Bayern, im Alpenvorland, haben wir auch da diese Zacke. Das ist der Schnee, der jetzt kommt. Dann geht es erst los noch mit Schnee. Der geht in Regen über. Dann kommt eine Regenphase, die ab hier wieder in Schnee übergeht. Lässt später nach. Die Ensembles gehen runter, auch hier. Hier beginnt dann die nächste winterliche Phase. Bei unseren Nachbarn in der Schweiz, in Genf, die kalte Zone hier, dann kommt der milde Wärmeberg oder der warme Wärmeberg mit sehr vielen Niederschlägen. Hinten geht es wieder runter und wir verbleiben unterhalb des langjährigen Mittels. Und ich habe irgendwie vergessen, die Linien nachzuziehen. Gehen wir nach Österreich, nach Wien, auf die andere Seite der Alpen. Da sehen wir übrigens hier den Unterschied. Westalpen, da wird richtig viel dagegen gedonnert. Ostalpen kriegt nur wenig Niederschläge ab. Auch hier die Linie weiter unten. Auch hier? Das habe ich doch gemalt. Egal.
sind wir überdurchschnittlich und hinten raus leicht unterdurchschnittlich mit einigen Ausreißern, die weit nach unten gehen. Und tendenziell wird es auch hier trockener weitergehen. Der Blick auf die Alpen-Südseite, da sind die Linien wieder drin. Erstmal wird es wieder kälter, dann ein kurzer Wärmeberg, später auch wieder unterhalb des langjährigen Mittels relativ wenig Niederschläge. Und die Zacken, die da hinten sind, das sind auch die ergiebigen Schneefälle, die jetzt von Freitag auf Samstag über die Alpen hinwegziehen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und schauen den Norden und den Süden an mit den 35-Tage-Trends. Man muss aber dazu sagen, dass die 35-Tage-Trends so viel Rechenzeit haben, dass die vom Vortag sind. Die sind also von Donnerstag. Da sind die neuesten Trends noch nicht ganz mit eingearbeitet. Aber es gibt eben einen Trend. Und im Norden Deutschlands sehen wir auch hier, wir verbleiben lange Zeit unterhalb des langjährigen Mittels und gleichen uns irgendwo ab Mitte Februar tendenziell dem langjährigen Mittel an, mit vielen Läufen, die um das Mittel herumpendeln und einigen, die weit nach unten gehen. Die Niederschläge bleiben vorhanden. Wenn wir aber die Farben uns anschauen, kommen da andere Farben ins Spiel und das bedeutet, andere Läufe zeigen eine andere Wetterlage. Das sind insgesamt winterliche Aussichten. Und wenn wir in den Süden Deutschlands schauen, da gibt es auch einige, die weit nach unten gehen. Ansonsten bleiben wir hier oberhalb des langjährigen Mittels, was die Modellberechnungen angeht. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es dann milder wird. Das kann auch zusammen mit weniger Niederschlagssignalen dafür sprechen, dass wir eine Hochdrucklage bekommen, die oben zwar milder ist, aber unten durch die Schneedecke recht kalt. Und das ist die gemittelte Wetterlage jetzt für den 10. Februar. Diese beiden Tiefs, die haben wir bis zur Leier besprochen, schon seit vielen Monaten, seit Sommer des vergangenen Jahres, dass das so sein soll. Und das ist da mit diesem schwachen Trog hier über Europa. Die Luftmassen kommen einerseits aus Südwesten, aus Nordwesten und aus Nordosten. Und wenn wir uns die hier in 1500 Meter Höhe anschauen, dann sind wir hier tendenziell kälter, im Südwesten logischerweise milder. Aber das ist jetzt keine brachiale Westlage, die da durchbricht, sondern wir dümpeln so weiter wie bisher. Gehen wir noch weiter zum letzten Vorhersagezeitraum, dann Ende Februar. Da bleibt diese Wetterlage so mit diesem schwachen Druck. Das ist übrigens auch eine eher südliche Westlage mit dem Tief auf dem Atlantik, dem Tief über dem Nordmeer und dem Hochdruckblock. Das bedeutet, von der Grundstruktur der Wetterlage wird sich hiernach auch relativ wenig ändern und die kalten Luftmassen kommen immer wieder zu uns. Ich muss allerdings dazu betonen, das sind noch die alten Berechnungen, die neuen Berechnungen gehen tendenziell immer ein Stück weiter Richtung Skandinavien hoch, dass wir mehr Nord-, Nordost- und Ostwind bekommen könnten. Ich gehe davon aus, dass die Modelle in die andere Richtung langsam kippen werden. Und die CFS-Berechnungen, die habe ich jetzt mal mitgebracht. Zuvor schauen wir hier noch die 850er Temperaturen, also in 1500 Meter Höhe. 850er, das ist so der saloppe Fachbegriff. Die Fläche auf 850 Hektopascal sind 1500 Meter Höhe. Da ändert sich auch wenig, aber der Kaltluftblock ist noch da. So, jetzt schauen wir mal auf die letzten CFS-Berechnungen. Die deuten nämlich ein Hoch über Skandinavien und dem Nordmeer an. Das Tief draußen auf dem Atlantik wird ein bisschen nach Westen gedrückt. Zusammen mit einem Tief über Italien kommt hier in der Höhe so ein Kaltluftblock an mit entsprechend eisigen Temperaturen. Und in 1500 Meter Höhe, das ist wohlgemerkt gemittelt für den gesamten Monat, liegt die minus 8 und dann die minus 10 Grad Isotherme diagonal über Deutschland. Das wären so Allüren wie März 2013 und Februar 2012 in der ersten Hälfte ziemlich kalt. Das ist eine Berechnung. Die andere Berechnung sieht genauso aus. Da hätten wir auch hier das Skandinavienhoch, hier das Italientief mit einer nordöstlichen Strömung in Bodennähe. In dem Fall wären die Temperaturen nicht ganz so eisig in 1500 Meter Höhe, aber in Bodennähe würde die Polarluft bzw. die Sibirienluft auch zu uns kommen und die Temperaturen entsprechend drücken. Uns steht also, das kann man als Fazit festziehen, ein winterlicher Monat bevor und vergleicht man das mit dem ohne Potenzialausschöpfung genutzten Januar, das nervt mich irgendwie, dann wird der Februar der vielleicht mit Abstand kälteste Wintermonat. So, jetzt machen wir Schluss.